mein Name ist Karl-Heinz Grabler und ich war Chefdekorateur in einem großen Kaufhaus in Salzburg. Und mein Nachbar, der Erich Wagner, der war Produzent von Marmelade, Ketchup und Haselnusscreme. Und der kam immer zu mir und wie dann die Schaufenster zu Ende waren, war jeden Tag mir und sagt, du Heinz, wir müssen die Figuren kaufen. Sag ich, das ist ein Blödsinn, was sollen wir mit den Figuren tun? Hat nicht lange gedauert, kommt er zu mir und sagt, du, jetzt habe ich einen Grund gefunden in der Nähe von Seekirchen. Da könnten wir eigentlich Märchenhäuser bauen mit dem. Und kaufte unter anderem auch da ein paar Eisenbahnen, Hüpfburgen und so weiter. Die Eröffnung des Parkes war dann eine Sensation. Ich wollte den Park schon eine Stunde vorher besuchen, konnte aber gar nicht hinkommen, weil der Stau war so groß zum Park, dass ich mein Auto in die Wiese hineingestellt hatte und dann im Park zu Fuß gegangen bin. Der Park war auch für die vielen Besucher viel zu klein, das habe ich bald einmal gemerkt. Und so mussten wir eine neue Fläche versuchen. Ja, und dann hat man 1996 übersiedelten wir dann in den neuen Teil. Und so hatten wir bei der Eröffnung unter anderem auch eine Western-Eisenbahn, Western-Stadt. Wir hatten die Oldtimer-Fahrt, wir hatten eine Riesenrutsche. Schaukelschiff ist hier neu. Das war auch eine große Attraktion für uns damals, die wir gebaut haben. Und so kam nach Riesenrad, Schneckenbahn, die Schwanenbootfahrt, die Floßfahrt. Unter anderem hatten wir die Floße selbst entwickelt. Und so wurde ein Prototyp in der Tschechei hergestellt. Es war dann ein Besuch von einem Politiker. Wie ich das gehört habe, bin ich nachgelaufen. Ich wollte sagen, bitte fahr nicht, war schon zu spät. Auf jeden Fall nach 20 Metern ist das Floß umgefallen und die sind alle in den Teich hineingefallen. Es war, wie gesagt, wirklich eine peinliche Situation und die hat sich dann bis in die Landesregierung durchgesprochen. Heute lacht man darüber, aber damals war es sehr, sehr peinlich für uns. Es war genau da die Stelle, circa so 20 Meter vom Bahnhof weg ist das passiert. Also sehr weit ist er nicht gekommen mit dem Boot, dann wird es schon weg. Unser Stil ist es auch in Zukunft, also Dinge zu bauen und realisieren, die es noch nicht so gibt. Und das macht uns schon irgendwo stolz, dass wir eben da auch ein bisschen tonangebend sind und neue Dinge kreieren, die dann von uns aus hier nachgebaut werden. Die neuen Sachen, die wir haben, die Achterbahn mit 90 cm, wir waren auch weltweit die Ersten, die mit so etwas fahren. Heute wird das überall wieder nachgebaut. Auch das macht uns sehr, sehr stolz. Und ich glaube, den Weg werden wir auch in Zukunft weitergehen. Weil wir haben noch sehr viele große Ideen, die wir hier verwirklichen wollen.